Hier seht ihr, was ihr alles für das heutige Rezept braucht. Wir machen eine Jambalaya. Ladet euch ein Rezeptblatt ab, damit ihr könnt einkaufen könnt. Und dann für eure Liebsten eine Jambalaya. Wieso, Cyril? Wieso nicht? Indiana. Hast du doch gesagt? Louisiana. Kreolische Küche. Als erstes schneiden wir das Gemüse klein schneiden, dass es nachher die passende Größe hat. In kleine Stücke schneiden. Dann der grüne Teil von Lauch oder in dem Fall Frühlingszwiebeln separat schneiden und auf die Seite tun. Dann tun wir erst am Schluss drin, dass er die Farbe schön behaltet. Die Pfanne ist heiß, 9 von 9. 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Dann wollen wir zuerst die Bullengeschnetzelte anbraten. So vielleicht die Farbe geben oder haben, bekommen. Mehr nicht. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Wenn es volle Farbe hat, gebe ich es hier auf die Seite, auf dem Teller. Geben wir erst am Schluss wieder dazu, sonst wird es trocken. So, alles schön aufs Tellerli. Ja, schon normal. Die Pfanne ist richtig heiß jetzt, darum tue ich sie ein bisschen auf die Seite. Nochmal ein bisschen Olivenöl dran. Die müssen aufs Gewicht schauen, nehmen weniger Olivenöl. Die, die es sich leisten können, können grosszügig sein. Das ist gut für den Geschmack. Dann jetzt hier die Grünwettli drin anbraten, auch ein bisschen Farbe geben. Einige gegessen. Das ist nicht gut. Dann auch die von beiden Seiten, dass sie ein bisschen Farbe bekommen. Grünwetten können nur ein bisschen Farbe rundherum, in der Mitte sind die noch roh. Die geben wir auch am Schluss dazu. Dann die Pfanne, 9 von 9, stelle jetzt ab auf 6 von 9. Und jetzt hier im Bratensatz das weiße Teil der Zwiebel andünsten. Wenn die Zwiebeln knapp glasig sind, gebe ich die Chili und Knoblauch dazu. Auch kurz mitdünsten. Dann Peperoni dazu. Reis dazu. Auch noch mal 1 Minute kurz ein bisschen mitschwenken. Damit die Hitze bekommt, ein bisschen mitdünsten. Dann mit einem Schluck Wasser ablöschen. Sich der Bratensatz löst. Da haben wir einen Haufen Aromastoff drin. Sehr fast nicht, weil so viel straucht. Was? Das stimmt dann. Hör auf mit Rauchen. Ja, whatever. Smoky. Dann gehackte Tomaten dazu. Sprich Belatti. Dann hier mit ein bisschen Wasser. Büchs ausspülen. Das dazugeben. Schön untermischen. Ein bisschen würzen. Mit Pepe. Ein Salat. Ein bisschen Bouillon. Dann nehme ich jetzt den Geflügelbouillon, passend zum Poulet, den wir im Gericht drin haben. Gibt das richtig schönen Geschmack. Ja. Gut. So. Gut unterrühren. Jetzt nehmen wir da mal eine Viertelstunde köcheln lassen. Nicht zu viel Temperatur, nur ein bisschen. Dass er ein bisschen nicht voll durchkochen. Die Temperatur anpassen dann. Und dann kommt das sehr gut zusammen, gell? Jambalaya, Ursprung in Louisiana. Louisiana leider nicht unbedingt das wie Anbaugebiet von den USA. Aber wir haben hier einen kalifornischen, ich glaube einen Sauvignon. Einen Fitzer. Fetzer. Fetzer, gut. Also, California, baby. Noch nie getrunken. Aber laut Empfehlung müsste der perfekt zum Gericht passen. Und Sandro, also zwei Gläser. Farbe stimmt. Zwei Buddies von dem her, lasst es dir schmecken. He? Euch auch zum Wohl miteinander. Cheers. Wir können euch gerade zeigen, ob es sich lohnt. Oh yes. Schwer gut. Hast du gut ausgewählt, he? Ja, genau.
Präsidenten wählen haben sie Mühe in Amerika, aber wie machen sie es? Zwischenzeit nutze ich gerne rasch, um den Peterli zu hacken. Da könnt ihr gut auch ein bisschen Koriander nehmen. Wenn ihr es gerne habt, gibt es noch ein schönes Farbtüpfel rein. Sieht frischend aus. Das Ziel ist, dass der Peterli leuchtet im Gericht rein. Wie haben Sandro seine Augen, wenn er bei mir im Kochen darf zuschauen. Gut, und jetzt warten, bis der Reis gut ist und dann haben wir schon bald. Mangiare. Also, dann Reis probieren. Der ist gut. Super. Knapp gut. Salz ist perfekt. Jetzt gehe ich hier mit dem grünen Teil der Zwiebeln rein. Das tüftelt. Gell, schmeckt sehr gut. Ja. Geiles Rezept. Einfach, schnell, vollwertige Mahlzeit. Wir haben Stärkebeilage drin mit dem Reis. Wir haben Gemüse drin. Wir haben Eiweisskomponenten. Die geben wir jetzt alle zu. Einmal durchmischen. Nochmal probieren wegen dem Salz. Weil Crevette und das Boulet hat noch kein Salz drin. Von dem ja. Lohnt es sich, um es nochmal zu probieren. Aber das Coole ist auch, du kannst es auch Veggie machen. Und es ist trotzdem geil. Wir können es mit Tofu machen, ja. Oder einfach ohne Eiweiß. Ja, aber nehmen wir kein Eiweiß dabei. Ja, das ist gut. Ja. Das wollen wir nicht. Das wollen wir ja auch nicht. Ein Stück Käse dazu essen. Oder ein Joghurt zum Dessen. Das ist die andere Variante. Ja. Gut, dann lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen oder abstellen. Auf 4 von 9. Und dann. Mangiare. Mangiare. So, hätten wir das. Heieiei. Ei, ei. Sieht schön aus, he? Ja. Peterli dazu. Das letzte Mal umrühren. Schau mal das an. Du. Wow. Ich glaube, wir waren früher Indianer. Das schmeckt so gut. Das kommt so bekannt vor. Ja, irgendetwas. Lass nicht auf den Sand, lass nicht auf mich. Das kommt viel besser. Yeah. Oh, geil. Geil an Sandro, ich freue mich. Guter Tomatenrisotto. Irgendein Amateur ist da am Dreischnorren. Sorry. Wenn euch das Rezept gefallen hat, liket uns auf Facebook, auf YouTube, kocht es nach, probiert es aus. Einfach schnelles Rezept, aber gut geheim für unter der Woche. Und einen guten Miteinander. Einen guten. Und vergesst nicht, die besten Weine gibt es bei. Und da wie ich da. Ciao. Ciao miteinander. Ciao.